Gute aus Chiang Mai, meine Lieben. Ja, heute mal eine kleine Premiere auf diesem Kanal. Der Regulator kocht. Nein, er kocht nicht. Er bereitet ein Fertigdessert vor. Ah, ja, wunderbar vom schönen Dr. Oetker. Ja, diese wunderbare Eisidee, Kreation wurde mir freundlicherweise vom Kanal Engelherz zur Verfügung gestellt. Und ja, jetzt wird spannend. Ich werde es mal ausprobieren. Den Kanal verlinke ich euch, damit ihr wisst, was es für nette, liebe Leute gibt hier auf YouTube. Und ja, ich würde sagen, nicht viel Rumgelaber. Es muss ja beim ersten Mal klappen. Klappern ist gut, ja. Es muss beim ersten Mal klappen. Das zweite Mal gibt es leider nicht, weil ja, kann ich einfach in den Supermarkt fahren und dann ein neues holen. Ich bin mal sehr gespannt. Die schreiben da irgendwas von Mixern und so. Das habe ich alles nicht. Ich habe zwar einen Mixer, aber der kennt nur schnell und sehr schnell. Leider dafür dann nicht geeignet. Also wird es Handarbeit werden. Richtige Handarbeit. Ja, da nehme ich euch mal mit in die Küche. Bis gleich. Ciao, ciao. Ja, dann fangen wir mal an. Also, was steht denn da? Cremepulver für Stracciatella-Eis für 250 Milliliter Milch. Ausreichend für 4 Portionen. Okay. Schritt 1. 250 Milliliter kalte Milch in einen Rührbecher geben. Na gut, das ist jetzt eine Rührschüssel. Was anderes habe ich halt hier nicht. Ich bin ja kein großer Koch vor dem Herrn. Dann werden wir das mal mit meinem professionellen Maßbecher hier abmessen. Schauen wir mal. So, angeblich sind das 120 Milliliter. Das heißt, wir müssen dann 2 von den Dingern und ein bisschen, ne? Nach Adam Riese, ne? Wobei ich das bisschen schlecht abschätzen kann, da das dumme Ding erst bei 40 oder so anfängt. Ja, 40, ja. Na gut, dann werden wir noch einen Bodensatz Milch reinmachen. So, ich denke, das müssten jetzt so die 250 sein, so Gott will. Ja, also. Diese Hürde hätte ich jetzt schon mal genommen. Also mich gleich wieder reintun. Wir haben ja ein bisschen wärmer hier. So, ah, das sieht doch schon mal toll aus. Das habe ich doch schon mal geschafft. Ich bin hier ganz glücklich. So, was schreiben wir jetzt? Eispulver zufügen und mit dem Mixer Rührstäbe auf niedrigere Stufe kurz verrühren. Dann 3 Minuten auf höchster Stufe aufschlagen. Ja, das wird lustig. Nach Wunsch verfeinern Sie kreative Eisideen. Ja, und da habe ich gedacht, Erdnusscreme mag ich nicht. Amarena Kirschen habe ich nicht. Dann nehme ich mal 100 Gramm Erdbeerkonfitüre. Ja, das habe ich so ungefähr da. Also, Erdbeerkonfitüre. Schöne Erdbeerkonfitüre. Aber ich glaube, die kommt jetzt noch nicht rein, weil die sagen ja erstmal dieses Pulver. Ja, na gut. Ich bin so nervös, wenn das in die Hose geht. Ach, herrlich, der gute Dr. Oetker. Und tschüss. So, die Packung ist geöffnet. Oh ja, das riecht ja schon richtig. So, schütten wir das dann mal rein. Und komm, aber auch alles rein, bitte. Hier, hast du einen weiten Weg gemacht. So, naja, gut. Und jetzt hat er gesagt, sollte man das Ganze verrühren.
Oder soll man da vielleicht erst die Erdbeermarmelade reintun? Ach, ich weiß es nicht. Und 100 Gramm, wie viel sind 100 Gramm? Hier sind 454 Gramm drin. So viel wollte ich davon eigentlich nicht opfern. Ich tue mal ein paar Löffelchen da so rein, hier in 3 Teilnahme. Das müsste reichen. Oh, Gottes Willen. Ach, das typische Küchengeräusch. Ja, herrlich. Kommt auch wieder weg. Sieht ja lecker aus. Als hätte da was reingeblutet. So, dann müssen wir das erstmal wahrscheinlich ein bisschen verstampfen. Die gute Marmelade. Jetzt haben wir das verfeinert. Ja. Und jetzt, wie lange soll ich das jetzt rühren? Auf niedriger Stufe. Ich glaube, das ist niedrige Stufe. Ne? Na ja, dann machen wir das immer. Keine Sorge. Es dauert jetzt nicht so lange. Dafür gibt es ja dann die Schnellspulfunktion. Ja. Deswegen halte ich jetzt auch meine Klappe. Sonst wird das dann so lustig. So, das war jetzt wohl kurz verrührt. Nehme ich mal an. Und jetzt 3 Minuten auf höchster Stufe. Da halte ich jetzt meine Klappe. Gleich hört bitte Arm ab, dass 3 Minuten so lang sein können. So, ich komme mir vor, als wenn ich 3 Runden um den Block gejoggt wäre. Fix und alle bin ich. Halleluja. Okay, noch ein bisschen nachrühren. So, was sagt er jetzt denn? Schritt 3. Creme in ein gefriergeeignetes Gefäß geben. Aha. Abdecken und mindestens 4 Stunden bei minus 18 Grad gefrieren. Eis vor dem Servieren etwa 10 Minuten bei Zimmertemperatur stehen lassen. Oh, das dürfte hier etwas schneller gehen, weil hier ja auch die Zimmertemperatur etwas höher ist. Gut, jetzt werde ich mir erstmal so ein passendes Gefäß besorgen. So, wer lange sucht, wird endlich fündig. Sogar Stracciatella. Ist aber leer, gell? Also nicht, dass er denkt, hier, ich verarsche euch. So, dann werden wir das Ganze da jetzt mal reingießen. Noch ein bisschen Schlare hier, das Gute. Und dann kommt der Moment der Wahrheit. Ach, je, meine. Was ein Bodensatz. Oh, der Verwalter. Naja, gut, gut, gut. Dann sind ja die Hälfte von der Stracciatella ist ja hier noch drin hier, das geht ja mal gar nicht. Alter, nee. Das machen wir jetzt mal ordentlich hier. Ist ja das Beste an dem ganzen Eis. Schokolade. Mal rennen damit, sage ich, in die gute Küche. Ihr seht gar nichts, aber ist egal. Ist ja eh nicht spannend. So. Ja. Weiß schon, wer das aussteckern darf. Erst ich und dann das Hundeli. Immer an die Hunde denken, sage ich. Ne? So, jetzt kommt das Ganze schockgefrostet
Ich nehme mal an mit Deckel. Ich tue mal einen drauf. Ja, passt. War ich ein Zufall. Alles klar. Wenn es dann soweit ist, melde ich mich wieder. Bis dann. Ciao, ciao. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Jetzt befreien wir das Ganze mal aus dem Tiefkühlfach. Ja, da ist es. Wunderbar. Und jetzt schauen wir mal weiter. Jawohl. Wenn wir mal umfüllen. Mal so aus der Dose essen, ist ja nun nicht so prickelnd. Ja, und dann gibt es noch einen Geschmackstest von dem Guten. So, da ist er wieder. Schön umgefüllt. Schon etwas angelaufen. Cremig, wie man so sagt. Sieht ganz merkwürdig aus. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das eigentlich immer etwas heller in Erinnerung, aber vielleicht kommt das durch die Erdbeermarmelade. Kann ja sein. So, dann testen wir das Ganze mal. Hm, wie machen denn das die immer, diese Tester? Erstmal der Geruch. Riecht etwas nach Bayer. Ja, nach Bayer und Monsanto ist auch drin, glaube ich. Ja, aber ja, ich denke, das war der Chemiker Dr. Schmidhuber. Ja. Ah. Weiterer Geschmackstest. Ja, gute Konsistenz, kann man lassen, ja, ist okay, schmilzt verdammt schnell für Eis, aber vielleicht liegt das hier auch an den Temperaturen, werde ich mich beeilen müssen, okay, ist jetzt nicht der absolute Hau, aber ich meine, man kann es als Eis erkennen. Schmeckt etwas säuerlich. Die Milch war gut. Ich habe mich vorher extra davon überzeugt. Also daran liegt es nicht. Vielleicht sollte man dem Ganzen einen kleinen Löffel Zucker noch dazugeben. Vielleicht hilft das. Ich weiß es nicht. Aber ja, so richtig überzeugend ist es nicht. Für Notfall, sage ich mal, kann man es nehmen, bevor man da lange rummacht und irgendwo ja, zum Supermarkt fährt und sich das Fertigeis holt, was ja auch nicht jetzt gerade der absolute Brüller ist. Naja, es geht. Aber ich habe es geschafft, ohne große Unfälle und ich werde es überleben, so Gott will. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und nochmal vielen Dank an den Kanal Engelherz für die Bereitstellung dieses wunderbaren Produktes. Und sie hat auch denselben Test bei ihrem Kanal. Könnt ihr mal gerne schauen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder auf diesem Kanal. Ciao, ciao. Macht's gut. Däumchen nach oben nicht vergessen. Kennt das ja. Alles klar. Bye, bye.